So, beginnen wir mit der Suche nach Dokumenten im Datenmanagementsystem Autodesk Vault Professional 2015. Hier haben wir schon mal eine Suche, die eben halt im Dateinamen nach dem Begriff Flächen sucht. Wir können jetzt eben halt diese gespeicherte Suche jederzeit bearbeiten und können sagen, gespeicherte Suche bearbeiten, haben dann dementsprechend hier das Kriterium Dateiname enthält Flächen. Aus dem Dateiname enthält Flächen machen wir die Bedingung oder den Wert Konfigurator und ersetzen diesen Wert. Wir können schon mal anschließend eben halt durch unsere Dokumente suchen und sehen dann eben halt hier unten auch schon das Ergebnis. Das heißt, da gibt es eine kleine PowerPoint, die wir uns auch gleich anschauen werden. An der Stelle kann ich diese Suche jetzt einfach überschreiben. Das möchte ich jedoch nicht, sondern ich möchte diese Suche als neue Suche speichern unter dem Begriff Configurator. Das heißt, Dateiname unterstrich Configurator. Damit kann ich dieses Dialogfeld schließen und ich habe hier eine neue Suche, die mir eben halt nach dem Dateinamen Configurator sucht. Wie gesagt, diese entsprechende PowerPoint halten wir als Ergebnis. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich nochmal recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Frank Schmelzer und ich darf Sie in den nächsten 20 Minuten durch das Programm führen. Thema heute ist das neue Werkzeug Configurator 360, ein neues Werkzeug der Firma Autodesk. Was ist überhaupt der Configurator 360? Kurz gesagt, der Configurator 360 ist ein Online-Dienst, mit dem Sie eben halt Ihre Produkte in Kataloge auffassen können und die Sie dann individuell auf Ihre Kundenbedürfnisse anpassen können. Schauen wir uns dieses Produkt einfach mal näher an. Dazu wechsle ich eben halt in den Internet Explorer und rufe die entsprechende Seite auf. Das heißt, hier sehen wir eben halt den Katalog, den wir von unserem System aus verwenden. An der Stelle habe ich hier schon ein kleines Beispiel. Das heißt, ich habe hier einen Säulenschwenkkran, den ich schon vor einiger Zeit hier hochgeladen habe. So, das entsprechende Produkt wird geladen und wir sehen auch gleich im linken oberen Bereich eine sogenannte Parameterliste. Das heißt, an dem Teil selber kann ich eben halt mit der Maus alle Blickwinkel und Richtungen drehen und ich kann hier dementsprechend über eine Auswahlliste verschiedene Auswahlkriterien an den Parametern auswählen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel eine verschiedene oder eine unterschiedliche Kranauslegung in der Höhe oder in der Länge des Kranauslegers definieren. Hier sehen wir auch noch ein rotes Kreuz, das heißt, da ist auch eine Fehlermeldung im Hintergrund, das heißt, der Fahrweg der Krankatze darf eben halt nur maximal 2250 sein. Hier an der Stelle haben wir natürlich schon einen Fahrweg von 2300 definiert, also haben wir da dementsprechend einen Punkt, wo wir eingreifen müssen. Das heißt, wenn ich den Fahrweg jetzt auf 2240 mm umsetze, verschwindet auch gleich das rote Kreuz. Hier an der Stelle kann ich vielleicht auch die Anzahl der Bodenanker definieren. Das sind eben die Anker, die hier unten um den entsprechenden Bodenring definiert sind. Den Teilkreis kann ich natürlich dann dementsprechend auch ändern. Ich setze hier einfach mal andere Zahlen ein. Anzahl der Verschiebungen sage ich einfach mal 3. Und Sie sehen, es passiert nichts an der Stelle, aber hier unten gibt es einen schönen Button. Das heißt, zum einen sehe ich eben halt, dass hier die Grafiken veraltet sind. Das heißt, ich drücke jetzt einfach den Aktualisieren-Button und meine neuen Anforderungen werden jetzt eben halt an das Modell angepasst. So, wie wir es jetzt sehen, haben wir dann dementsprechend hier auch das Ergebnis. Ich habe es jetzt nur nicht lang genug gewartet. Das heißt, an der Stelle habe ich mal wieder nicht genügend Geduld gehabt, aber wir sehen das Ergebnis, dass dann dementsprechend jetzt unsere neue Konfiguration zur Verfügung steht. An der Stelle schiebe ich mir mal ein Dialogfeld des Webinars hier mal ein bisschen an die Seite. Das heißt, wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, zahlreiche native Austauschformate zu definieren. Das heißt, wir können natürlich jetzt eben halt auch dafür sorgen, dass hier zum Beispiel wir das Ganze an ProE oder an Parasolid oder an Katia eben halt rausgeben können. Wir können aber auch eben halt die Autodesk eigenen Produkte verwenden, wie entsprechende 3D-DWF oder SAT oder wir können eben halt das Ganze als Inventor-DWG rausgeben oder als PDF.
Ich will das jetzt hier mal an der Stelle mit diesem Kran mit einem 3D-DWF machen. Das heißt, an der Stelle rufe ich mir hier das 3D-DWF auf. Das wird dann dementsprechend jetzt auch an der Stelle gleich mit einem Öffnen-Dialog geöffnet. Da haben wir es. Das heißt, jetzt kann ich das eben halt direkt in dem Design-Review öffnen und kann auch im Design-Review das Ganze betrachten. Hier sehen wir jetzt erstmal nur eine große schwarze Fläche. Das heißt, wenn ich aber da eben halt mal ein bisschen von weg drehe mit dem Mausrad, dann sehe ich hier auch eben halt, dass es eben halt sehr dicht rangezoomt war. Ja? Auch hier an der Stelle habe ich dann eben halt meinen komplett fertigen Kran an der Stelle, den ich jetzt eben halt verwenden kann. Ja, das dazu, dass ich das eben halt im Design Review eben halt rausgeben kann. Auch eben halt die anderen Formate kann ich eben halt auch alle anderen verwenden. So, jetzt haben Sie natürlich hier ein passendes Beispiel gesehen, was schon eher in dem Konfigurator drin war. Wir wollen uns jetzt einfach mal darum kümmern, wie kann man das jetzt da reinbringen. Dazu habe ich schon ein kleines Beispiel vorbereitet. Das heißt, wir haben hier eine kleine Konsole, die ich eben halt verwenden kann und die ich eben halt jetzt hochladen werde. Das heißt, es gibt hier eine entsprechende Baugruppe, die aus drei verschiedenen Blechen besteht. Das heißt, es gibt hier einmal so ein, zwei aufeinanderstehende senkrechte Bleche, die durch eine Rippe verstärkt sind. Diese drei Bleche sind eben halt mittels einer sogenannten Skelettmethodik oder Mastermodellierung eben halt aufgebaut worden. Das heißt, wir sehen hier überall eine weitere Komponente eingebaut als abgeleitete Komponente, die eben halt ein Steuerbauteil aller drei Elemente darstellt. Das heißt, diese Komponente F120.ipt ist ein eigenständiges Bauteil, was ich jetzt wiederum einfach mal öffnet bzw. geöffnet habe und was eben halt aus verschiedenen Skizzen besteht. Das heißt, hier sehen wir eben halt, dass es hier aus einer Skizze 1, einer Skizze 2 und einer Skizze 3 besteht. Diese drei Skizzen definieren eigentlich im Prinzip auch das Bauteil. In diesem Bauteil sind natürlich auch weitere Parameter drin definiert. Das heißt, an der Stelle sehen wir hier zum Beispiel, dass es da eine Blechdicke gibt, die zum Beispiel einfach auf vier weitere Werte umgestellt werden kann. Wir haben hier einen Parameter, der nennt sich Konsolenhöhe. Das heißt, wenn ich das eben halt auf einen anderen Wert ändere, wird eben halt die Konsolenhöhe verändert. Genauso habe ich hier die Konsolenbreite. Wenn ich die eben halt verändere, verändert sich eben halt die Breite meiner Konsole. Dann haben wir hier noch die Auflagelänge. Das ist auch an der Stelle die Höhe, wie weit da die Konsole aufliegen soll. Das heißt, verändere ich diese Werte innerhalb dieser Datei, werden eben halt in meiner Baugruppe sämtliche Bauteile aktualisiert. Das heißt, wir haben hier eine entsprechende parametrische Baugruppe. Diese Baugruppe lässt sich also über diese verschiedenen Parameter steuern. So, jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Das heißt, jetzt lade ich dieses Teil oder diese Baugruppe eben halt zu meinem Konfigurator 360 hoch. Das heißt, an der Stelle drücke ich einfach hier den Button und ich speichere das nochmal durch. Und er startet jetzt eben halt ein weiteres Dialogfeld. Das heißt, hier an der Stelle kann ich entweder sagen, okay, ich will eine neue Version eines ausgewählten Entwurfs schon mal machen. Das heißt, an der Stelle habe ich ja vier Entwürfe schon mal da drin gehabt. Das heißt, ich könnte jetzt eine neue Version meines Säulenschwenkranes dort drin definieren, den ich dann auch explizit freigeben kann. Das habe ich natürlich nicht. Das heißt, diese Maschinenkonsole existiert noch nicht in meinem Katalog. Deshalb werde ich hier einen neuen Entwurf erstellen. Die weiteren Funktionen sind, dass ich eben halt eine sogenannte Baugruppenoption habe, dass ich sagen kann, okay, machen wir entweder nur eine ganz normale Baugruppe in diesen Katalog rein, die ich jetzt einfach auch nicht großartig steuern kann, oder ich mache eine Baugruppe mit einem sogenannten Rahmenbauteil. Rahmenbauteil ist vielleicht auch ein bisschen fälschlich beschrieben, das heißt, ich sage einfach Masterteil oder Skelettbauteil. An der Stelle wird das Skelettbauteil oder Masterbauteil eigentlich auch schon direkt gefunden. Das heißt, sofern ich da eben halt wiederum auf dieses Master-Skelett zurückgreifen kann, trägt er mir das automatisch auch hier ein. Der nächste Punkt ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, man kann natürlich eben sagen, okay, ich will ausschließlich alle in diesem Dokument genannten Dateien hochladen. Das heißt, er würde jetzt hier nur auf die referenzierten Dateien zurückgreifen. Aber
Ich habe auch noch eine Zeichnungsableitung von dieser Baugruppe gemacht. So eine Zeichnungsableitung zwar von jedem einzelnen Einzelteil und eben halt von der Baugruppe an sich, zusammen mit einer Stückliste drauf und Positionsnummern. Das soll er natürlich auch mit hochladen. Und deswegen gebe ich ihm einfach diese Option, alle Dateien im Ordner dieser Baugruppe und in seinen Unterordnern mit hochladen und lade dann jetzt diese Baugruppe hoch. Wir sehen dann unten rechts den Fortschritt unseres Hochladevorgangs. Es dauert einen Moment. Das ist natürlich klar, je größer eine Baugruppe ist, umso umfangreicher wird auch der Hochladevorgang. Im Abschluss des Hochladens wird dann auch die Webseite nochmal neu geöffnet. Ja, was sollte eigentlich jetzt passieren? Ja, sonst gehen wir selber nochmal da drauf. Sie sehen dann auch hier, entsteht dann eben halt schon unsere Maschinenkonsole. Ja, jetzt muss ich doch nochmal eins zumachen, das hat nur nicht hochgepoppt. Das heißt, an der Stelle sehen wir jetzt hier schon die neue Maschinenkonsole und wir können hier die verschiedensten Sachen mitmachen. Das heißt, wir haben hier einerseits eine Möglichkeit, den Zugriff zu steuern. Das heißt, entweder habe ich hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich will eine uneingeschränkte Anzeige haben. Das heißt, jeder, der irgendwo mit dem Inventor auf diesen Katalog schauen kann, kann auch diese Dateien sich anschauen. Ich kann aber auch sagen, okay, ich will nur bestimmten autorisierten Benutzern Zugriff gewähren. Das heißt, die müssen sich dann dort mit einer entsprechenden ID anmelden und erst dann haben die Zugriff auf diese Daten. Oder ich will nur für Administratoren diese Rechte haben. Das heißt, zwischen Autorisierten und Administratoren besteht dann noch der Unterschied, dass die einen das nochmal bearbeiten können, die anderen eben halt nicht. So, das Ganze kann ich dann hier natürlich auch dann eben halt öffnen und mir anschauen. Das heißt, dann könnte ich hier auch zur Konstruktion gehen sagen. Ich kann aber auch hier eben halt jemanden einen Link schicken. Das heißt, über diese Funktion habe ich eben halt die Möglichkeit, dann sehr schnell über diese Seite dem entsprechenden Kunden, den ich habe, dem ich diese Konstruktion zur Verfügung stellen will, die entsprechende Konfiguration zur Verfügung zu stellen. Das spreche ich jetzt mal an der Stelle ab. Schauen wir uns den nächsten Button an. Das ist der Button Parameter bearbeiten. Das heißt, da werden wir gleich auch noch mal kurz reingehen. Das heißt, ich kann hier einen entsprechenden Parameter oder die Parameter dann auch überarbeiten. Beim nächsten Button, den mache ich jetzt mal hier unten bei unserem Säulenschwenkkran, habe ich ein sogenanntes Album. Da kann ich eben halt verschiedene Fotos eben halt anwenden. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, welches Foto soll jetzt eben halt für meine Konstruktion eben halt definiert sein. Ja? Da kann ich also eben halt das Teil auch dann mal aufrecht hinstellen und kann hier dementsprechend ein anderes Bild verwenden. Bei Versionen kann ich eben halt auf ältere Versionen zurückgreifen. Das heißt, hier habe ich eben halt zwei verschiedene Versionen. Eine Version habe ich heute Morgen noch hochgeladen. Die andere habe ich am 9.02.2015 um 10.10 Uhr hochgeladen. Und hier kann ich eben halt sagen, welche Version er an der Stelle verwenden soll. Der nächste Punkt ist eben halt, dass ich hier die Parameter bearbeiten will. Das kann ich jetzt eben halt... Also hier der letzte Punkt ist dann noch Konstruktion löschen, das will ich natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt die Parameter bearbeiten. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Parametertabelle dieser Konstruktion rein. Und hier habe ich eben halt die Möglichkeit, auf alle Schlüsselparameter in meiner Konstruktion zurückzugreifen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel einen Konsolenabstand Mitte von 50 mm. Da kann ich jetzt eben sagen, okay, ich will da eben halt einen Minimalwert haben von 10 mm oder ich will bis zu einem Maximalwert von 60 mm gehen können. Habe dann auch noch die Möglichkeit, diesen entsprechenden Parameter Schreib zu schützen. Das heißt, an der Stelle kann ich hier einen Haken reinsetzen für Schreibschutz. Damit wird zwar dieser Parameter sichtbar, aber der ist dann nicht editierbar. Und die letzte Möglichkeit ist eben halt, diesen Parameter komplett aus der Konfiguration rauszulassen. Das heißt, dann setze ich den eben halt hier auf inaktiv. Das heißt, ich schalte die Birne aus und somit wird dann dieser Parameter nicht angezeigt. So, schauen wir uns das Ganze jetzt eben halt wiederum in den Konstruktionen an. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal in den entsprechenden Katalog rein, dieser Konsole.
Er braucht ein bisschen, bis er das lädt. Und wir sehen jetzt hier eben halt schon die Konsole. Und Sie sehen, dieser eine Parameter ist dort dann auch nicht sichtbar. Das heißt, hier an der Stelle kann ich jetzt eben, wie eben bei dem Kran auch, die entsprechenden Parameter verändern und kann das Ganze dann eben halt aktualisieren. So, warten wir noch ein paar Sekündchen, dann müsste das auch durchaktualisiert sein. Und was ich denn noch an dem Abschluss noch zeigen will, ist einfach nur die Ausgabe als PDF. Das heißt, an der Stelle will ich noch mal kurz zeigen, wie man das als PDF rausgeben kann. Vielleicht schon in der Hinweis, also sinnvoll ist es hier eben halt parametrische Baugruppen zu verwenden oder Bauteile, die parametrisch sind. Das heißt, man muss natürlich eben halt schon im Vorhinein dafür sorgen, dass diese Bauteile parametrisch aufgebaut sind. Das heißt, man sollte sich am besten vorher einen Plan machen, wenn man so eine Konstruktion erstellt. Was will man erreichen? Was hat man? Was kann man sich berechnen lassen? All diese Informationen sollte man sich einfach nur in einer kurzen Beschreibung zusammenfassen. Und dann kann man eben halt da dran gehen und kann sich dementsprechend dort eine parametrische Baugruppe erstellen. Und wie gesagt, kurz nochmal die Ausgabe. An der Stelle habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mir eine Inventor-DWG oder eine Drawing-DWF zu erstellen. Aber an der Stelle mache ich das jetzt mal mit einer Drawing-PDF. Das heißt, von der Zeichnungsableitung, die ich eben mit hochgeladen habe, wird jetzt eben halt eine Zeichnungsableitung gemacht. Ihr habt das vielleicht jetzt gerade gesehen. Das heißt, in meinen Downloads habe ich jetzt hier die entsprechenden Maschinenkonsole.zip. Das heißt, da drin sind eben halt die Zeichnungsableitungen vorhanden, die ich eben halt auch mit in dem Ordner hatte. Und ich sehe dann dementsprechend hier meine entsprechende PDF. Und ich kann eben halt auch hier durch diese mehreren Blätter durchgehen. Das heißt, an der Stelle sehen wir dann auch das fertige PDF. Das war es dann auch soweit von meiner Seite. Sollten Sie dann aber noch irgendwelche Fragen haben, können Sie sich natürlich jederzeit wie immer an unsere entsprechende E-Mail wenden, info@blcat.de, oder schauen Sie doch einfach unsere Kontaktdaten auf www.blcad.de nach oder schauen Sie einfach nochmal auf unseren YouTube oder auf unseren Xing-Seiten nach. Ich bedanke mich und freue mich, wenn ich Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfte.